Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Papers, Please. Glaube ich. Ja, er nimmt auf. Okay. Dann wollen wir mal weiterspielen hier. Auch wenn keiner zuguckt, aber ich mache jetzt einfach mal dieses Spiel zu Ende, bis ich aussteige. Dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich das irgendwie weitermache. Kollegin räumt auf. Tag 10, 150 Credits, 4 Familienmitglieder, eine Medaille, Wohnung C8. Wunderbar. Kollegin räumt auf. Innere Machtkämpfe. Dutzende aufgrund gefälschter Beweise spurlos verschwunden. Zur Arbeit gehen. Dezember 1982. 2. Dezember sogar. Hopp! Was ist das? Achso. Das war hier von diesem komischen Maskentyp. Heute wird Ihnen eine Abteilungsleitung für einen Distrikt aus Christine einen Besuch abstatten. Legen Sie Ihr bestmögliches Verhalten an den Tag. Lieber aus. Okay. Blub. Was waren die aktuellen Regeln? Grundvorschrift. Ups. What? Okay. Hängen Sie das an die Wand, wo mache ich das denn? Hier hin? Hier hin, okay. Person muss einen Pass haben, alle Dokumente müssen aktuell sein, Inländer benötigen einen Ausweis, Einreisegenehmigung für Ausländer, Arbeiter benötigen einen Arbeitsausweis, keine Waffen oder Schmuggelgut, Diplomaten müssen akkreditiert sein. Okay. Okay. Durch das Land reisen, Obristan. Kein Alias bekannt, okay. Powertrack, okay. Also, das tut mir ja sehr leid, aber das passt leider auch überhaupt gar nicht zusammen. Sorry. Ich würde ja gerne jeden durchlassen, aber das mache ich vielleicht im nächsten Spiel. Gucken, wie weit wir damit kommen. Poltrowitsch. Transit, 2 Wochen, stimmt. 31.11.82 ist leider schon vorbei. Ja, tut mir leid. Sorry. Ja, das tut mir leid. Ohne Pass geht das nicht. Okay. Sorry. Oh Mann. Viktor Maslow einwandern. Unbegrenzt. Vereinigte Föderation. Okay. Was ist nun los? Pass ungültig ausstellen. Oh. Ich kann ja nicht alle Städte in Vereinigte Föderation besuchen. Ein Jahr? Bitte was?
Okay. Na gut. Bla bla bla, stimmt. Enkio. Brina Kraskowka. Stimmt auch. Stimmt. Na gut. Morgen lassen Sie sie passieren, okay. Stefanie Greer. Stefanie Greer, okay. Tage stimmt, ist gültig. Nummern sind gültig. Name stimmt auch. Okay, einwandern. Du siehst aber nicht aus wie das Foto. Linnea. Mich operieren lassen, ja. Ich sah es vorher besser aus, finde ich, aber gut, das ist ja immer. Ist ja immer so eine Sache, das stimmt überein, okay. Dann lassen wir dich mal einreisen. Okay, das könnte 12.41, 12.41, 28.07. Bladibladibla. Okay. Da bididu, dupidida, da bididupdida. Okay. Also, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Geburtsdatum. Was soll das? Davon weiß ich nichts. Ich hoffe, das wird sich mit den Beamten dann klären, warum das Geburtsdatum nicht stimmt. So, das stimmt überein. Ost-Christin, 1,94 Kilo. 18.09. Bladibladi. Wosenfeld-Distrikt, Antonov. Okay. Also. Was ist das hier für die Verdacht? Okay, das stimmt. Andrew Sabon, Kolechien, Wilson, Milton, Milton, Milton. Sugar of a Sun gilt auch hier. Dokument hat kein Ablaufdatum. Pass ist gültig, okay. Ungültig Geschlecht, also. Die sind alle okay. Das heißt, wir könnten vielleicht mal die Heizung ausstellen. Oder warte mal, stellen wir die Nahrung aus. Haben wir mehr übrig. Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz. Kaum Auswirkungen, wenige Gegenstände entwendet. Antigrin spioniert eigenes Volk aus. Okay, Geheimnisverräter auf der Flucht. Okay, Stefanie Greer war das, die ich heute durchlassen soll für die Widerstandsbewegung. Ist die Frage, ob ich das wirklich machen will. ich mache ja hier Dienst nach Vorschrift eigentlich.
Siegel und Stempel abhanden. Es wurde nichts von Bedeutung entwendet. Geheimdienst und Fälscher bereits dabei, offizielle Dokumente zu fälschen. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Dokumente über gültige Siegel verfügen können. Erinnern Sie fehlende oder falsche Siegel mit entsprechenden Absätzen. Wie soll ich das denn machen in der Zeit, bitte? Wie soll das denn in der Zeit möglich sein? Was Zweck ihr? Ich besuche Verwandte. 3 Monate Besuch. Gültig ist es auch noch. Karatiti Lutjanova. Lutjanova Karatiti. Okay, mit Passnummer. Gucken wir mal, ob das. Dokumente. Einreisegenehmigung. MFG. Das Siegel stimmt auch. Okay. Blob. Oh, bitte! Gefälschte Einreise? Ich hab doch extra. Bleibe 3 Monate, Besuch. Das ist doch auch ein gültiges Siegel hier. Gültiges Siegel. Die Nummer stimmt. Damian Gvorko stimmt auch. Geburtsdatum steht da nicht. Anreise bis. Stimmt. Foto stimmt nicht. Es ist ein altes Bild. Ja, okay, stimmt. Gut, Damian Gvorko. Sorry. Mikhail Stratov. Herwig Kleiner, 2 Tage Durchreise. Stimmt. Stimmt, Siegel stimmt. Herwig Kleiner stimmt. Scheint alles zu stimmen hier. Oh nein! Ausstellende Stadt wieder. Guten Morgen! Du hast 4 Personen verhaftet. Der Bonus ist gut, die Zahlen anständig. Das reicht nicht. Ja, ich weiß. Meine Frau ist jetzt krank, die Nachbarn stecken alle mit der Grippe an. Ich musste Medikamente kaufen. Das ist das, was noch übrig geblieben ist. Den Rest kriegst du das nächste Mal. Du kannst es mir leichter machen, indem du mehr Leute einbuchtest. Okay. Muss ja auch einen Grund haben, die einzubuchten. Zaitsev Kai, Geburtsdatum stimmt überein. Sagen wir, stimmt alles. Okay, also was du auf jeden Fall brauchst hier, ist eine Einreisegenehmigung. Wo ist Grundvorschriften? Person muss eine Einreise. Inländer Einreise. Einreisegenehmigung. Habe ich verloren. Saratov, Michael. Sorry, den hätte ich zwar durchlassen sollen, aber ich mache ja Dienstag Vorschrift. Klinch, Signov, Klinch. Transitverkehr, 2 Wochen. 21.11., das ist leider abgelaufen, tut mir leid.
Josef Lunik, ein Jahr. Braucht er nicht eine Einreisegenehmigung? Okay. Ist gut. Habe ich nicht gesehen. Arbeit ein Jahr, stimmt. Das Datum ist okay. Das auch. Gucken wir mal. Arbeitsausweis. Das ist ein gültiges Siegel. 3.6.41. Und das stimmt auch alles. Okay. Stimmt alles. Woran soll ich das denn erkennen? Der erste Agent wurde abgewiesen, der zweite Agent kommt in 3 Tagen, machen Sie den gleichen Fehler nicht noch einmal. Das ist mir alles sehr egal hier, kann ich den nicht... Besuch. 2 Monate. Datum ist okay. Passnummer ist okay. Inessa Koritzova. Das Siegel ist auch okay. Der Paranoid mit den Siegeln hier. Oh, come on. Bloop. Zu verbrennen, abwählen, also... Wenn ein fremder Mann mir so viel Geld bringt, das wird auf jeden Fall auffallen. Also verbrennen wir das lieber. Bußgelder 1, Bestechung. Okay, Bestechung und Bußgelder halten sich die Waage. Medikamente und Nahrung muss ich auf jeden Fall. Also wählen wir dann mal Heizung ab. Ach, so viel Geld. Naja. Die Geschichte Aristotschatschkas in Bildern und Worten, meist in Worten. Unterhaltung, okay, zur Arbeit gehen. Guten Morgen, Inspektor. Geht es Ihnen gut, ja? Ich habe ein paar wenige Fragen an Sie. Sonderermittler, okay. Aha, okay. Ein Art Symbol dieser Gruppe. Nicht wahr? Kann ich ihm das geben? Okay. Blub, 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 blub. Wenn Sie mich jetzt begleiten, okay. Ist es schon Game Over jetzt? Was? Okay, ich habe auch gar nichts gemacht. Okay. Okay.
Okay, das war dann heute eine kurze Episode. Ich denke mal, ich werde den Tag neu laden und das Ding dann nicht abgeben. Okay, bin also relativ schnell verhaftet worden wegen Dienst nach Vorschrift quasi. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.